Na Paul, was machst du hier? Du, bei Paul wurde eingebrochen. Ich habe ihm gesagt, er kann ruhig hier schlafen. Was ist hier los? Wir haben Schreie gehört und eure Tür stand offen? Es gab einen Einbruch. Ach, und die Schweine haben den ganzen wertvollen Kram mitgenommen und den Schrott hier gelassen? Die haben nicht bei uns eingebrochen, sondern bei Paul. Oh, also ich hoffe, du bist versichert, sonst bleibst du auf dem Schaden sitzen, ne? Sag mal, sind wir eigentlich versichert? Alter, wenn die auch bei uns einbrechen? Ich meine, die Anlage, mein Laptop, der Flachbildfernseher. Ich liebe den Flachbildfernseher. Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, der braune Jacka-Pullover wäre weg. Ich habe das Jack selbst geschoren. Es hieß Klaus. Oder das Einhorn-Aura-Bild, das ich gemacht habe. Oder der Stein, der aussieht wie Elvis, den ich im Himalaya gefunden habe. Das geht echt gar nicht. Du musst uns auf jeden Fall schützen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die gleiche Vorstellung über die Leistung einer Versicherung haben. Na, ihr Windbeutel? Ach, Paul, hier bist du. Du, ich musste dringend was drucken, aber ich hab dich nicht erreicht. Da hab ich mir deinen Drucker geliehen. Und dein PC und deine Sammlung Actionfiguren. Was? Du warst das? Aber meine Tür war aufgebrochen? Wieso schließt du sie auch ab? Ich hab dir alles wieder hingestellt und die Tür kann man auch wieder zumachen. Naja, fast. Okay. Also da kümmere ich mich dann morgen drum, ja? Und wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ohne meine 8 Stunden Schlaf, da bin ich unerträglich.